Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere heutige Folge fängt mit einer geteilten Vermittlungsnachricht an. Der vor einer Woche vorgestellte Kater Lucky hatte gleich mehrere Interessenten und ist schon in sein neues Zuhause umgezogen. Für das ebenfalls vor einer Woche vorgestellte gefundene Katzenmädchen jedoch haben sich die Besitzer nicht gemeldet. Die Mieze braucht nun Katzenfreunde, die ihr das Katzenleben wieder so angenehm wie möglich machen. Interessenten sind im Tierheim willkommen. Zwei ganz schöne und liebe Katzengeschwister bitten heute um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Die beiden wurden von ihrem Vorbesitzer einfach in einem Haus zurückgelassen. Gut, dass sie von aufmerksamen Nachbarn zur Arche Noah gebracht wurden. Das dunkel getigerte Samtpfötchen ist ein Katerchen, das heller getigerte ein Katzenmädchen. Die zwei fühlen sich in der Begrenzung ihrer derzeitigen Unterkunft überhaupt nicht wohl. Sie werden auf etwa 1,5 Jahre geschätzt und wollen unbedingt die Katzenwelt entdecken. Sehnsüchtig schauen sie auf Feld und Wiesen um die Arche Noah und würden ihr freies Katzenleben so gern genießen. Die Kätzchen sind sehr verspielt und menschenbezogen und freuen sich über jede Abwechslung und Aufmerksamkeit. Unweigerlich breitet sich Freude aus, wenn man die zwei zusammen erlebt. Da sie sich so sehr mögen, sollen sie nur gemeinsam vermittelt werden. Beide wurden in der Arche Noah kastriert. Gern kann das Sonnenscheinbündel von einer Familie mit Kindern aufgenommen werden, denn Spielen ist ihre liebste Beschäftigung. Am besten wäre ein Zuhause in einer ländlichen Umgebung, wo sie nach einer Eingewöhnungszeit an Freigang gewöhnt werden können, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Sie wollen jagen, toben und ihren Bewegungsdrang ausleben. Zu zweit machen Katzen auch nicht mehr Arbeit für die neuen Besitzer, denn sie beschäftigen sich auch gern miteinander. Und wie es so schön heißt, wo einer satt wird, werden es auch zwei.